So, auf geht es. Driven wir mal dahin, wo wir hin müssen. Ich schätze mal, wir müssen irgendwie da irgendjemanden umbringen, weil es ja eigentlich naheliegend. In dem Spiel. Mal gucken. So. La la la. Oh, wir müssen da abbiegen. Das tun wir doch gerne. So. Und ja, ich glaube, ich nehme jetzt heute noch relativ lange auf, weil ich habe gerade richtig gut Zeit und... Alter! Das hat mir eben mal die Hälfte meines Lebens abgezogen. Findest du das gut? Wer schuld? Du. Ja, habe ich wieder gut gemacht. Ne? Ich habe wieder sinnlos geschossen und deswegen die netten Kollegen in Grün an der Backe. Wobei in dem Spiel sind sie eher blau. Also von der Kleidung her, jetzt nicht vom Zustand. Ja, ich schaffe es noch, mich selbst zu töten irgendwann, ne? Also ich denke mal, dem steht nichts im Wege. Ich bin auf gutem Weg ins Krankenhaus, wenn ich so weitermache. Und deswegen halte ich jetzt wieder vermehrt nach einem Dönerstand Ausschau oder nach einem Nussstand oder was weiß ich wo. Bevor ich die Mission annehme. Kann man da was essen? Nee, das sieht eher nach Kino aus, nicht nach Essen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen weiter rumfahren. Ich habe jetzt echt keinen Bock zu verkacken. Mann, wo ist denn hier mal so ein Kack-Dönerstand, ey? Das sieht aus wie ein China-Restaurant. Nee, da steht eher Juwelier dran, warum auch immer. Na komm, also wenn ich jetzt nicht gleich einen finde, dann mache ich das ohne Gesundheit. Wird schon irgendwie gehen. Na, fahren wir mal wieder zurück. Hilft ja nichts. Naja, muss es dann ohne gehen. So. Ah, da wäre direkt ein Restaurant davor gewesen. Toll. Das ist ja toll. Hey, are you the two snakes who played Dwayne Forge when he was in the joint? He wants his money. What? Dwayne must have finished his bit. Shit. He gonna be mad angry. Ey, was geht denn mit dir ab, ey, du Mongo, ey? Wo ist mein Motorrad? Shit. Nimm dir das. So, jetzt pass auf, den kriege ich, ey. Der Fettsack hat auf uns geschossen. Das geht überhaupt nicht. Dabei habe ich überhaupt noch nichts gemacht gehabt. Also das lasse ich echt nicht mit mir machen. Da bin ich komplett konsequent. Der wird jetzt leiden. Falls ich ihn kriegen sollte, ja. Das ist halt immer noch fraglich. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin, ne? So, jetzt gibt's Stoff hier. Der Wichser steht eh gerade im Stau. Alter! Was habe ich gesagt? Ich hätte vorher meine scheiß Gesundheit auffüllen sollen. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, ich bin vom Motorrad geflogen. Ich hatte dann, nachdem ich den Unfall gebaut habe, noch ein bisschen Leben und der Wichser hat einmal auf mich geschossen, weil ich gerade eine Granate in der Hand hatte und keine gescheite Waffe und darf jetzt deswegen nochmal das machen. Aber ist nicht so schlimm, weil den können wir schnell nochmal verfolgen. Das sollte eigentlich jetzt kein Problem sein. Es sei denn, wir müssen wieder ewig zu dem... Ja, genau das habe ich befürchtet. Wir müssen jetzt wieder dahin fahren. Toll. Und jetzt ist mein Motorrad weg. Das ist gerade noch das Schlimmste, weil, wie gesagt, die fahren doch relativ selten rum. Also, das ist jetzt nicht so toll, ne? Du bleibst jetzt bitte stehen, weil das gehört jetzt mir. Warum fährst du rückwärts? Hast du ein Problem oder so? Mensch, Meier, echt. So eine Kacke. Dabei wollte ich doch mein Motorrad behalten. Es ist echt schlimm mit mir. Wie weit ist denn das nochmal? Ja, komm, Leute, ich mache einen kurzen Cut, weil das dauert ja wieder ewig.
So, da bin ich wieder und ich habe auf dem Weg wieder ein Motorrad gefunden. Ist doch super, ne? So, jetzt packe ich mir den Typen, weil diesmal werde ich hoffentlich nicht sterben. Ich habe auch ein bisschen mehr Leben jetzt. Och, lass mich doch jetzt vorbei, du blöder Sau, ey. Ja, machen wir mal das Radio aus. Ich muss mich jetzt konzentrieren hier aufs Fahren. Ja, er entkommt. Ich bin doch schon an ihm dran. Kein Problem. Ich kann halt nicht schneller fahren. Verpisst euch. Ja, ich habe hier einen Auftrag zu erledigen. So, jetzt werde ich den aber kriegen. Aber der ist verdammt schnell. Aber ich sollte ihn eigentlich treffen. Nee, anscheinend nicht. Ich muss warten, bis er irgendwie einen Unfall baut oder so. Zum Beispiel jetzt. Die blöde Sau, ey. Ich habe nur noch 18 Schuss für die Waffe. Ja, komm, ey. Auf Wiederschauen. Okay, ich muss sein Geld schnappen. Schnell. Das hätten wir. Und jetzt nehme ich mir wieder mein Motorrad. Ja, erstmal rufen wir ihn an, ist klar. Hey Dwayne, I've got your money. Why don't you make me a clocking bell so I can give it to you? Great. Thanks, son. See you soon. Cover my unit Weg. So eine Kacke, ey. Dann steigen wir halt auf das Motorrad auf. Ist ja auch wurscht. Ach scheiße, das hat keine Reifen mehr. Oh mein Gott, das hat keine Reifen mehr. Oh, ich werde so übelst hart failen. Weg hier. Help me. Ich habe Angst. Warum fährt hier kein Motorrad rum, was ich klauen kann? Verdammte Scheiße. Das ist gar nicht gut, ne? Oh Mann, wo ist ein Klackenbell? Da muss ich gleich mal hinfahren. Schau, dass du das scheiß Auto klaust. Und zwar ziemlich zügig. So. Gib Stoff. Wo muss ich hin? Muss ich jetzt zu diesem Klackenbell fahren? Aber wo ist denn das? Burger Shot. Zack, Heli-Tour. Ich habe keinen Plan. Ich fahre ja erstmal zum nächsten Burger-Shot. Wo war der? Lass mich verkohlen. Ja, der ist am Arsch der Welt. Ja, da fahre ich jetzt nicht hin. Ich muss jetzt erstmal mein Fahndungslevel loswerden. Dann sehen wir weiter. Ich habe 3 Sterne. Dürfte sich also als schwierig gestalten. Das ist nicht schön. So. Aber hier bin ich immer noch in dem Bullenbereich drin. Das ist gar nichts. Ich muss hier wieder raus. Da geht's raus. Gut. So, dann geben wir mal Gas. Wir müssen ja schließlich hier weg. Okay, komm weiter, dann entkommen wir dem Bullen schnell. So. Ich habe gehört, ich klaue mir jetzt mal das Auto hier, weil das ist doch ziemlich cool. Und ich muss mich mit dem Typen treffen, ja, das machen wir auch gleich. Aber erstmal hauen wir den da raus, weil das Auto ist echt, schaut zumindest nice aus. Also gehe ich davon aus, dass es auch cool ist. Und ich muss es leider schon wieder kaputt machen, weil der da einfach rumparkt. Muss ich leider zur Seite schieben. Und ich hätte gern noch einen Burger-Shot oder einen Dönerstand oder irgendwas in der Nähe. Weil ein größerer Unfall und ich bin tot, aber da steht auch schon so ein Ding. Das ist doch schön. Hier wäre zwar auch ein Motorrad, aber da habe ich gerade keine Lust drauf. Denn wenn es einen da runterhaut, ist gleich mal die Hälfte des Lebens weg. Und das ist nicht so gut.
Do not enter. Ja, das tut mir leid. Ich entere aber gerade den Hotdog-Stand. Ist doch toll, ne? So, jetzt hat. Fahren wir zu Dwayne und verkünden ihm die Botschaft, dass ich den Typen gerade abgeknallt habe. Da ist doch ein Klackenbell. Kann ich da reingehen? Ich gehe einfach mal rein. Ah, da nicht. Da schon. Hier hätte ich auch was essen können. I collected on that debt for you. They paid up? Guess my name still means something out there. People are still scared of me. They are. I got rid of Javon for you, but I let your ex go. That fool Charisse, she just couldn't help herself. She always told me she'd burn me good. Guess I should have listened. Happy she ain't dead, though. She just an idiot. Peace, man. Ja, das heißt jetzt, dass wir jetzt mal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Oh, da ist wieder eine Dwayne-Mission. Da fahren wir doch direkt hin, weil wir möchten ja keine Zeit verlieren hier. Wir möchten die Zeit ja sinnvoll nutzen. So. Mach mal einen anderen Radiosender rein. Warum sagt mir das Navi, ich soll komplett anders fahren? Ich fahr doch total richtig. Ich weiß gar nicht, was der will. Ja, gehen wir mal dran. Hey, Nico, it's me. Yeah? Who are you? Can you remind me? That doesn't matter. You need to meet me outside the United Liberty Paper Building in Algonquin. Ja, schau ich mal, ob ich da... Aua! Das tat weh. Ich fahre jetzt trotzdem erst zu Dwayne. Michelle kann ruhig mal ein bisschen warten. Ist es jetzt die von der Regierung oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da gab es zwei, die irgendwie ähnlich hießen. Kann ich mich jetzt nicht genau dran erinnern. Naja. So. Überall Radiowerbung, das ist natürlich ganz toll. Hier ist keine Werbung, ist ja schön. Mallory, mein Gott. Ach, Mallory hieß die andere. Ja, um Roman kümmern wir uns dann auch irgendwann mal. Aber ich bekomme jetzt eh gerade keinen Punkt auf dem Radar angezeigt, deswegen lasse ich das jetzt nochmal. Fahre erst zu Dwayne. So. Dwayne? What's up, man? Not much. How are you doing? I'm done. I can't cope no more, man. Prison was easy compared to this shit. I'm sure it was. Fuck it, man. Fuck it all. I mean, I used to have everything. I used to run uptown, Bohan, all that shit. Now I ain't shit. Hey, let's get it back. No.